Mal ehrlich, sieht das nicht super lecker aus? Der total verrückte Döner-Teller mit Knusperkartoffeln und Salat. Was daran so verrückt ist und wie ich diesen Döner-Teller gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten laufen hier gerade durch und ihr könnt sie natürlich wie immer unter diesem Video nachlesen. Wer aufgepasst hat und schnell genug lesen konnte, der hat schon die erste verrückte Zutat gesehen. Und hier kommt schon die nächste nicht gewöhnliche Zutat, Paniermehl, für die Knusperkartoffeln. Und die Knusperkartoffeln habe ich aus meinen selbst eingekochten Kartoffeln erstellt. Jetzt seht ihr auch mal, was man mit eingekochten Kartoffeln alles machen kann. Die Kartoffeln werden noch etwas formschöner geschnitten, ähnlich wie Wedges, nur dass Wedges eben Schale haben und meine Kartoffeln nicht. Die Kartoffeln kommen in eine Schüssel und dann wird die Zwiebel für den Salat schon mal geschnitten. Damit sie auf dem Salat sichtbar sind, werden sie in Streifen und nicht in Würfel geschnitten. Für die Frische im Salat sorgen die Cocktailtomaten. Es reicht, wenn sie halbiert werden. Und jetzt kommen wir zur außergewöhnlichen und total verrückten Zutat für diesen Dönerteller. Dafür nehmen wir die Geflügelfleischwurst zur Hand und dann schaut mal, wie die jetzt geschnitten wird. Die Fleischwurst wird wie eine Gurke mit einem Sparschäler geschält bzw. geschnitten. So bekommt ihr wunderbar dünne Fleischstückchen wie bei einem Döner. Vorteil durch diese Methode: Es werden alle Fleischstückchen gleich dick und man kann kurze oder auch lange Fleischstücke machen, ganz nach Belieben. Ich finde, so lange Fleischstücken, das sieht auch mal ganz nett aus. Die Wurst wird jetzt so lange geschnitten, bis nichts mehr da ist bzw. bis es nicht mehr geht. Irgendwann ist die Wurst so klein, dass man sie gar nicht mehr halten kann. Jetzt kann man sie dann mit einem Messer noch nachschneiden. Das Anführungszeichen oben Döner, Anführungszeichen unten Fleisch wird jetzt erstmal beiseite gestellt und dann sind die Kartoffeln dran. Die Kartoffeln werden jetzt mit reichlich Olivenöl eingeölt. In der Zutatenliste steht zwar keine Mengenangabe zum Olivenöl, aber ich schätze mal, das waren gut 30 Milliliter. Jetzt kommen noch die anderen Zutaten zu den Kartoffeln hinzu, außer natürlich das Paniermehl. Das befindet sich ja bereits auf dem Backblech. Wenn alle Gewürze bei den Kartoffeln sind, werden sie gut vermengt und auf das eben erwähnte Backblech gesetzt. Die Kartoffeln werden jetzt bei Ober- und Unterhitze 230 Grad für 20 Minuten im Ofen gebacken. Unterdessen wird das Dönerfleisch gebraten. Dazu wird eine Pfanne aufgesetzt, Butterschmalz rein, heiß werden lassen und dann das Fleisch dazugeben. Die Dönergewürzmischung dazugeben und das Fleisch kräftig anbraten. Wenn das Fleisch gut gebraten und die Kartoffeln fertig gebacken sind, dann kann angerichtet werden. Und so sieht das dann auf dem Teller aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Weitere total verrückte Gerichte und Rezepte findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir, bis hier, tschüss, euer Kalle.